Columbiadamm im Bezirk Neukölln und den Landschaftsfriedhof Gatow im Bezirk Spandau. Auf dem Friedhof Columbiadamm werden die Kapazitäten für islamische Bestattung voraussichtlich in diesem Jahr erschöpft sein. Eine Erweiterung des Friedhofs ist beabsichtigt, allerdings steht die abschließende planerische Klärung hierzu noch aus. Auf dem Landschaftsfriedhof Gatow werden die bestehenden Möglichkeiten für islamische Bestattung in Kürze erweitert werden. Aufgrund seiner Stadtrandlage erfüllt dieser Friedhof zwar nicht das Kriterium einer wohnortnahen Versorgung mit Friedhofsflächen. Von einigen Muslimen und Muslimas wird er jedoch bevorzugt ausgewählt, weil auf den eingerichteten islamischen Grabfeldern zuvor nicht bestattet wurde und eine klare räumliche Trennung zu nicht-islamischen Gräbern besteht. Aber auch auf anderen Friedhöfen in Berlin wurde und wird geprüft, ob es Flächenpotenziale für die Einrichtung von islamischen Grabfeldern gibt. Die Friedhofsverwaltungen der Bezirke sind bereits frühzeitig von meiner Verwaltung dazu aufgefordert worden. Eine entsprechende Analyse wurde im März 2012 erstellt. Neben Friedhöfen bzw. Friedhofsteilen in bezirklicher Trägerschaft kommen für die Bereitstellung von Grabfeldern für islamische Bestattung grundsätzlich aber auch konfessionelle Friedhöfe in Betracht, die sich im näheren Umfeld von Wohngebieten befinden, in denen viele Menschen islamischen Glaubens leben. Eine Klärung der tatsächlichen Nachnutzung christlicher Friedhofsflächen für islamische Bestattung und deren Trägerschaft kann jedoch nur von den Glaubensgemeinschaften selbst herbeigeführt werden und wird sicher noch einige Zeit beanspruchen. Hier müssen beide Glaubensgemeinschaften auch aufeinander zugehen. Darüber hinaus besteht im Land Berlin auch die Möglichkeit zur Realisierung eines eigenen, von Muslimen und Muslimas getragenen Friedhofs. Hier muss sich jedoch erst noch ein geeigneter Träger herausbilden, der Gewähr dafür bietet, einen solchen Friedhof, der möglichst allen Muslimen und Muslimas der verschiedenen Glaubensrichtungen des Islam offenstehen sollte, langfristig zu betreiben. Die für das Friedhofswesen zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat hierzu bereits mit interessierten islamischen Organisationen diverse Beratungsgespräche geführt. Zu Ihrer zweiten Frage. Für den gesamten Bezirk Neukölln können keine Aussagen getroffen werden, jedoch werden zurzeit Erweiterungsflächen für den Friedhof Columbiadamm im Rahmen der Gesamtentwicklung des Tempelhofer Feldes überprüft. Wie schnell eine Friedhofserweiterung hier umsetzbar ist, kann derzeit nicht konkret prognostiziert werden und ist unter anderem abhängig vom Finanzrahmen für die Entwicklung der Parklandschaft. Nach Überprüfung der Machbarkeit wird die Friedhofserweiterung der Gesamtentwicklung des Tempelhofer Feldes mit dargestellt. Die planungsrechtliche und technische Umsetzung soll aber so bald wie möglich beginnen. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir haben eine Nachfrage. Bitte schön, dann haben Sie das Wort. Werden die von Ihnen genannten planerischen Beratungen im Hinblick auf Ausweisung von Flächen auf dem Tempelhofer Feld zum Jahresende, wenn der Bedarf sich stellt, fertig sein? Herr Senator Müller. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, wir führen schon seit einigen Monaten auch Gespräche, natürlich auch mit dem betroffenen Bezirk, das ist ganz klar. Staatssekretär Gebler macht das auch persönlich, unter anderem auch mit Bezirksstadtrat Blesing. Wir werden diese Gespräche auch intensivieren in den nächsten Wochen und Monaten, weil das natürlich auch unser Anspruch ist, auch in Neukölln eine Lösung zu finden, auch unter Einbeziehung des bestehenden Friedhofs am Columbiadamm, beziehungsweise dann mit einer entsprechenden Erweiterung. Es scheint auch so zu sein, dass es noch Erweiterungsflächen auf dem bestehenden Areal gibt, aber gegebenenfalls muss eben die Parklandschaft mit einbezogen werden. Dazu sind wir in einem Abstimmungsprozess, aber wir sind auch mit dem Bezirk in einem Abstimmungsprozess, ob nicht auf anderen vorhandenen Friedhofsflächen in Neukölln, es sind große Flächen dort vorhanden, es auch entsprechende Möglichkeiten gibt. Vielen Dank. Für eine weitere Wortmeldung hat Frau Kollegin Kappeck von den Grünen das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Senator Müller. Ich möchte noch mal genau nachfragen, warum dem Antrag der muslimischen Gemeinde am Columbiadamm nicht der Antrag auf 5 weitere Hektar Erweiterung für ihren Friedhof zugesagt werden, wenn man bedenkt, dass eine Nutzung von ehemals anders konfessionellen Friedhöfen für Muslime nicht in Frage kommt, da diese die Bedingungen der jungfräulichen Erde stellen und vor diesem Hintergrund eine wohnungsnahe Versorgung wahrscheinlich nicht möglich sein wird, wenn man mitbedenkt, dass sich die Altersstruktur der migrantischen Gemeinde in Berlin
doch stark verändert und ein Rückkehr in die Heimat bei vielen Familien auch nicht mehr absehbar ist. Herr Senator. Herr Präsident, Frau Abgeordnete Kapek, bitte darum Verständnis, dass wir wirklich ein großes Interesse haben, alle Möglichkeiten zu prüfen. Die bisherigen Überlegungen gingen davon aus, dass man doch die Erweiterungsfläche insbesondere in dem am intensivsten genutzten Teil der Parklandschaft mit einbezieht, nämlich diese Picknick-Area. Genau da, wo es sich am meisten im Moment abspielt, am Leben, am Wochenende auf dieser Parkfläche, genau da sollte die Friedhofserweiterung stattfinden und das wird auch noch weiter diskutiert. Aber ich bitte da wirklich um Verständnis, es gibt eben viele Nutzer und Nutzungsinteressen und wir wollen alle Möglichkeiten ausloten. Wir wollen eben auch sehen, ob nicht auf dem bestehenden Areal es noch Erweiterungsmöglichkeiten gibt oder auch an einem anderen angrenzenden Areal, südlich, glaube ich, des Schwimmbades ist auch noch so eine Fläche, die geprüft wird, oder auch andere bezirkliche Flächen. Ich möchte das nicht ausschließen, dass auch in diesem Sinne eine Erweiterung stattfindet, aber ich glaube, es ist ein sehr sensibler Bereich, wo viele Berlinerinnen und Berliner genau hingucken, wie wir mit dieser Parklandschaft umgehen und dass es dann auch gerechtfertigt ist, darüber intensiv zu diskutieren. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 7. Kollege Joachim Krüger von der CDU-Fraktion, Ausweitung des Angebots der Pflegestützpunkte. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, welche Fortschritte bei der Ausweitung des Angebots an Pflegestützpunkten sind aktuell erzielt worden? Und zweitens, kann auch der Bereich Siemensstadt-Charlottenburg-Nord demnächst auf eine Berücksichtigung bei der Einrichtung eines weiteren Pflegestützpunktes rechnen? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Chaya. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Krüger, im Namen des Senats beantworte ich Ihre beiden Fragen, wenn Sie erlauben, zusammen. Im September 2009 wurden in Berlin am ersten Schritt zunächst 26 Pflegestützpunkte als wohnortnahe Anlaufstellen geschaffen. Ihre beratende, koordinierende und vernetzende Tätigkeit, die sich auf die Versorgung alter und pflegebedürftiger Menschen richtet, hat sich an den bestehenden Standorten gut etabliert. Nach dem Landesvertrag gemäß § 92c Absatz 8 SGB 11 und der Allgemeinverfügung zur Errichtung von Pflegestützpunkten von Berlin vom 12. Dezember 2008 hätten zum 31. Dezember 2011 10 weitere Pflegestützpunkte aufgebaut sein sollen. Entsprechend dem Marktanteil bezogen auf die Pflegekassenmitglieder hätte die Mehrheit der fehlenden Stützpunkte von den Ersatzkassen errichtet werden müssen. Das Land Berlin ist seiner Verpflichtung nachgekommen und finanziert ein Drittel der 36 Pflegestützpunkte, die aus den ehemaligen Koordinierungsstellen rund ums Alter hervorgegangen sind. Der Verband der Ersatzkassen hat zugesichert, nun aktiv oder besser gesagt aktiver im Prozess der flächendeckenden Errichtung von Pflegestützpunkten zu werden. Finanziert durch ihn wird es 3 neue Pflegestützpunkte dort geben, wo die Versorgung bisher schlecht, aber die Nachfrage hoch war. Der Gesamtzahl nach werden zunächst 2 Stützpunkte zusätzlich geschaffen und der in Friedrichshain-Kreuzberg in der Axel-Springer-Straße gelegene Pflegestützpunkt wird an einen anderen, besseren Standort verlagert, weil, wie Sie und die Fachleute wissen, dort relativ wenig Nutzung war im Gegensatz zu dem anderen Standort in unmittelbarer Nähe. Der Gesamtzahl nach, das hatte ich eben gesagt, Argumente hinsichtlich eines dritten Pflegestützpunktes im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sind ebenso wie Argumente für Neukölln, Treptow-Köpenick, Mitte oder Lichtenberg-Hohenschönhausen zu prüfen. Mit dem Ziel der fachlichen Steuerung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Beratung, Versorgung und Betreuung in den Pflegestützpunkten wurde im Land Berlin ein Steuerungsgremium gebildet, das sich aus jeweils 6 Mitgliedern seitens der Pflegekassen und des Landes Berlin zusammensetzt. Bei der nächsten Sitzung am 28. September 2012, also in 2 Wochen, werden auch anstehende Standortfragen auf der Tagesordnung stehen. Um fundierte Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Pflegestützpunkte zu gewinnen, hat das Steuerungsgremium die Durchführung einer Evaluation beschlossen, die ebenfalls schwerpunktmäßig nun von den Ersatzkassen, die eben auch noch im Verzug waren, finanziert werden soll. Von dieser wird erwartet, dass sich auch Anhaltspunkte dafür liefern lassen, wie die Struktur der Pflegestützpunkte zu optimieren ist. Dazu gehört auch die Frage, in welchen weiteren Sozialräumen die wohnortnahe Einrichtung von Pflegestützpunkten sinnvoll ist. Aktuelle Überlegungen in Berlin gehen nicht nur in die Richtung,
neue Standorte zu errichten, sondern die Arbeit der Pflegestützpunkte gesamtstädtisch zu optimieren und für die aufsuchende Arbeit, die aus den Pflegestützpunkten heraus getätigt werden soll, vor allem zusätzliches qualifiziertes Personal zu gewinnen und dort, wo das erforderlich ist, das auch zeitnah einzusetzen. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, Herr Senator, Sie haben ja eben angesprochen, dass hier eine Evaluation angedacht ist oder gerade im Entstehen ist. Können Sie etwas vielleicht jetzt schon zum zeitlichen Fenster dieser ganzen Angelegenheit sagen? Wann dürfen wir da mit einem Ergebnis rechnen? Bitte schön, Herr Senator Czaja. Ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass das Land seiner Verantwortung nachgekommen ist, dass die allgemeinen Pflegekassen ihrer Verantwortung nachgekommen sind, aber es bei den Ersatzkassen so Entwicklungsbedarf gab, um es höflich zu formulieren. Nun wissen Sie, dass wir die Ersatzkassen nicht auf die Vereinbarung hin verklagen können, aus unterschiedlichen juristischen Fragestellungen der Körperschaften heraus, aber eben auch aus den Bedingungen, wie die Vereinbarung meiner Amtsvorgängerin mit den Kassen getroffen wurde. Das wollten wir auch nicht tun, deswegen haben wir mit den Ersatzkassen insbesondere die Gespräche begonnen, mit ihnen einerseits über die Qualifizierung in den bestehenden Pflegestützpunkten gesprochen, zweitens über die Ausweitung in den Bezirken, in denen erkennbar ein sehr hoher Bedarf ist, wie in Neukölln in der Gropiusstadt. Und natürlich gehört auch bei dieser Agenda vielleicht nicht an erster Stelle, aber in den folgenden der Standort, den Sie eben in Charlottenburg-Wilmersdorf angesprochen haben, dazu. Und an dritter Stelle mit Ihnen darüber zu sprechen, wie sind die Erfahrungen mit den vorhandenen Pflegestützpunkten? Ist die Qualität, die Quantität in den Pflegestützpunkten ausreichend und wie steht es um die Evaluation? Und wir haben vereinbart, dass wir diese drei Dinge umsetzen wollen bis Ende 2013, dass dann auch die Evaluation abgeschlossen sein soll und dass wir an dem Grundsatz, dass es auch zu einer Erweiterung der Pflegestützpunkte kommen kann, dass wir an dem festhalten. Das ist eine der möglichen Optionen. Das andere kann natürlich auch sein, dass in vorhandenen Pflegestützpunkten zusätzliches Personal notwendig ist, um gerade die aufsuchende Arbeit für Menschen, die in Pflege kommen oder die Angehörigen zu ermöglichen. Denn die Herausforderung besteht in Berlin bei der steigenden Zahl von Pflegebedürftigen von jetzt 100.000 auf in 18 Jahren 170.000 auch das beratende Angebot auszubauen. Und deswegen wollen wir bis Ende 2013 mit dieser Evaluation fertig sein und dann alle neuen Rahmenbedingungen miteinander mit den Kassen und mit den Ersatzkassen besprechen. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat Frau Kollegin Wilbrand von den Grünen das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, danke, Herr Senator. Ausweitung des Angebots, das ist eine Sache und sicherlich zu begrüßen, aber die Sicherung einer guten Qualität des Angebotes eine andere. Ihnen sind die Mängel der Pflegestützpunkte der Kassen bekannt, Sie haben es auch mal kurz auch angesprochen, aber auch die Arbeitsbelastungen von Pflegestützpunkten, die früher Koordinierungsstellen waren. Wie werden Sie diese Probleme konkret angehen im Steuerungsgremium und werden Sie zum Beispiel die Idee von Schwerpunkten, speziellen Schwerpunkten der Pflegestützpunkte aufgreifen? Herr Senator Czaja, bitte schön. Ja, ich glaube, wir sind uns gemeinsam einig, dass es nicht das Entscheidende ist, noch weitere Gebäude, zumeist der Kassen und der Ersatzkassen, mit dem Signet Pflegestützpunkt zu versehen, ohne dass die Mitarbeiter, die in den Pflegestützpunkten diese Arbeit zu erbringen haben, auch dahingehend qualifiziert sind, die Zeit dafür haben, diese Leistung zu erbringen. Und ich teile Ihre Auffassung, dass es notwendig ist, eine Qualifizierung in den vorhandenen Pflegestützpunkten zu erreichen und möglicherweise auch dazu zu kommen, Schwerpunktpflegestützpunkte zu haben, in denen noch besondere Angebote möglich sind. Denn nicht in allen Stützpunkten.